Ich noch. Nein. Kann man hier noch irgendwas zerstören? Dann gucke ich mal, was wir von hier aus machen können. Was ist eigentlich das hier? Wildgebiet. Zu den Lagern. Zur Müllhalde. Ja, sag mal. Ach, ich bin hier. Ich dachte, ich wäre da oben. Okay, also zur Müllhalde, da soll ich nicht hingehen, denn nur wenn ich viel Munition habe. Nach Rostock. Na, zum dunklen Tal. Okay, das sind aber nur so diese Portale. Wo man dann ins nächste Gebiet kommt. Wie komme ich denn jetzt nochmal nach hier runter? Da bin ich doch durch durch so einen Tunnel durch hier, würde ich. Das war doch hier, bin ich nicht. Da bin ich hier. Achso, dann war hier das Ding. Ich verstehe. Okay. Wir haben aber hier noch einiges zu sagen, ne? Dann werde ich jetzt erst einmal das hier holen gehen. Ich glaube, das hier hole ich, wenn ich hier dann hin muss. Hier führt ja auch der Pfeil hin, dann muss ich da als nächstes hin. Dann würde ich hier das kurz mitnehmen, bevor ich dann hier reingehe. Aber ich werde jetzt erstmal die drei holen, falls das geht. Und dann würde ich zurückgehen und das Zeug erstmal verkaufen. Außer man fährt hier einen Händler. Ich hatte mal auch hier einen Händler. Haben wir hier einen Händler? Weiß ich nicht, ne? Und mit dem Busch. Das ist auch was bestimmt. Ja. Und achso, wir haben auch noch eine Quest hier. Ja, vielleicht sollten wir auch einfach mal zurück in die Quest abgeben. Guck mal, hier sind auch noch ganz viele Sachen aufgeploppt. Ja, dann gehe ich zurück, ne? Ich sammle jetzt diese drei Sachen da und dann gehe ich zurück. So. Vielleicht kann ich auch bei dem ersten Händler vielleicht eine bessere Ausrüstung haben. Holen gehen. Ja. Dass ich dann ein bisschen mehr Schaden einstecken kann. So, wo muss ich jetzt da laufen? Hier hin. Eisenschmelze neben der Zisterne. Ich habe das Zeug in einem Metallrohr bei den beiden Zisternen versteckt. Blöderweise habe ich keine Zeit, es zu machen. Ja, Achtung. Eisenrohr bei den Zisternen. Da vorne irgendwo. Eisenrohr. Meint er diesen. Meint er den Pfeiler da? Nee. Hier vorne? Oder ist direkt eine Anomalie? Ah, nee, die ist ein bisschen daneben, oder? Oh nein! Ich muss erst holen. Lass mich los! Ah, Hilfe! Hilfe! Das ging ja. Ich hatte nur ein bisschen an mir rumgeknabbert. Ich glaube, ich habe ein bisschen Leben verloren, aber sonst ging das. Jetzt eigentlich, wenn ich da drin bin, ich mache mal Speicher nochmal, ne? Wenn ich da drin bin, kann ich dann so, zum Beispiel so eine Schraube werfen und dann geht das weg. Lässt die mich dann los? Ich muss nochmal testen. Ja.
Nee, ne? So kommt man nicht frei. Hm, okay. Schade. Der klotzt auch ab. Oh hier. Naja. Okay. Ich habe aber alles rausgenommen, ne? Jo. Wo ist das? Ein Rucksack. In den Ruinen. Wenn die Banditen nicht im Weg sind, ist es leicht ranzukommen. Oh. Hoffen wir mal, dass da keine Banditen sind. Der wackelt aber ganz schön, ne? Beim Laufen. Der fällt mir jetzt erst so extrem auf. Kann man das irgendwie abstellen? Ich glaube mal nicht, ne? Steuerung. Hier. Nee. Ich glaube, der wackelt halt einfach. Das schwankt ziemlich. So, hier ist irgendwo das Versteck geradeaus. Da muss man echt schon ein bisschen seefest sein, ne, das Spiel zu spielen. Bin ich ja zum Glück. Aber wenn man sich darauf konzentrieren, ist echt anstrengend. Mhm. Das nehme ich mit, was auch immer das gewesen ist. Scheiße. Treff mich. Der sich da hingelegt, der sagt, habt ihr den nicht gesehen, ne? Ah, jetzt habe ich ihn getroffen. Was denn? Oh. Wo denn? Da oben. Wo denn? Wo genau? Ich hab schon wieder Hunger. Erstmal ein Brot essen. Was liegt denn da hinten? Ist das einfach nur ein Stein oder kann man das aufheben? Da will ich jetzt hin, ne? Gucken. Und ich glaube, hier liegt auch noch ein Artefakt. Ich glaube, da oben muss ich hin. Da ist ein Rucksack. Ja, wo denn? Sehe ich jetzt gerade. Ah, da vor mir. Vor mir? Gib mir mal ein Schräubchen. Ich sehe das nicht. Nee, da ist. Da ist safe. Vielleicht über mir. Hallo, was bist du? Nehme ich mit. Wie komme ich denn da hoch? Auf der anderen Seite vielleicht. Aber ich will erstmal da hinten gucken. Also, das ist auch noch Schrott. Aber lag hier nicht jemand da? Dann gehe ich wieder. Okay, ich gucke mal, ob ich da irgendwie von der Seite hochkomme. Das soll hier ein Rucksack liegen, ne? Oder vielleicht liegt der hier drin? Vielleicht liegt der hier drin.
Aber das ist halt auch eine Anomalie, ne? Der soll. Ich müsste da direkt hier liegen. Liegt bestimmt da oben. Okay. Geh schon mal hier noch. Das ist ja, was war denn hier für ein Institut? Die. Das war das D-Institut. Brennt da unten eigentlich ein Feuer? Ich muss irgendwie. Wenn ich jetzt da reinspringe, ne, komme ich nicht mehr raus. Spreche ich auch vorher. Ja, da brennt ein Feuer. Ist hier der Rucksack vielleicht? Vorne, ne? Ja, ist gut. Das ist wieder so eine Anomalie, die einen einsaugt. Uah, geh ich wieder weg. Aber ich sehe jetzt keinen Rucksack. Vielleicht ist der wirklich oben. Dann kann er ja noch, glaube ich, hochlaufen. Der Typ, der da oben gestorben ist, der muss ja auch irgendwie hochgekommen sein. Echt von hier. Was ist das denn da hinten? Oh. Crazy. Wieso ich denn da hoch? Hier kann man bestimmt auch noch. Ah, guck mal hier. So. Wo ist der Rucksack? Hier ist kein Rucksack. Forschungsmedikit. Speziell entworfen für die Zone. Das Kit enthält Mittel zur Wundheilung, wie zur Eliminierung von Radionukliden aus dem Körper. Bindet das Entstehen der Strahlenkrankheit und senkt die Dosis der gesamtabsorbierten Strahlung. Okay. Das heilt also plus nimmt die Strahlung weg. Das da und das da miteinander kombinieren. Okay. Dann nehme ich das mal an. Was ist das hier? Schnecken. Minus 267% Wunden. Die negativen Eigenschaften dieses Artefakts werden durch eine erhöhte Blutgerinnungsfähigkeit ausgeglichen. Auf ein solches Artefakt trifft man nicht häufig, so dass es hoch im Kurs steht. Okay, kann ich mir noch anziehen, oder nicht? Dann nehme ich es. Solange es nicht für eine Quest brauche. Und nun? Ich muss jetzt hier wieder rein. So. So, ich gehe aber nochmal gucken. Ist ja noch so einer gestorben? Nee. Wo ist der eigentlich hingeplumpst? Ach, da ist der. Okay. Wollen wir ja noch guten, ne? So, wie viel trage ich jetzt? 49,6. Oh. Scheiße. Tja. Oh, da hinten, da liegt auch noch was zum Aussammeln. Ich kann aber nichts mehr tragen. Ich glaube, ich muss noch mal Zeug wegbringen. Und da muss ich noch mal herkommen. Ich will das denn aufsammeln. Kann ich ja nicht liegen lassen. Geht nicht.
Da will ich ja nicht hin. Das müsste ich noch aufsammeln. Ich muss noch ein paar Sachen einsammeln hier, ne? Ich glaube. So weit noch. Aua. Wo trage ich nicht mehr? Guck mal, ob ich irgendwas loswerden kann. Zum Beispiel was essen. Was wiegt denn die Wurst? 50. Und die Dosen? 50. Ja, ich will eigentlich nichts wegschmeißen. Nur die Munition eventuell. Fallen lassen. Wo ist denn das hingefallen? Naja. Guck mal, warum da vorne eine Kiste ist. Die mich durchlassen. Hallo, ich bin nett. Die scheinen aber auch nett zu sein, die sind so rausch. Du bist im Territorium der Wächter. Ja. Jeder Versuch, unsere Leute anzugreifen, wird schwer bestraft. Ja. Ich spiele eine Gitarre. Oh. Voll nett hier. Hallo. Applaus. Guck mal, eine Kiste. Soll ich da schon Zeug reinmachen? Ich weiß halt nicht, wo das Gewicht ist, ne? Sonst würde ich ja das nehmen. Aber ich weiß es noch nicht. Aha, die wiegen viel. Gewicht nur 5. Gewicht 5. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Dann kann ich eigentlich das da hinten holen. So. Ach, guck mal, ich habe ja diesen Anzug gefunden. Ist der besser als meiner? Der sollte besser sein, ne? Also eine Bekleidung als Banditen, ein Lederjacke mit Element aus Kevlar. Oha, mit Element aus Kevlar. Bietet nur unzureichend Schutz vor den tödlichen Bedingungen der Zone. Bietet leichten Schutz vor Kugeln und Splittern. Sie bietet keine Schutz vor Anomalien und sonstigen Effekten. Aber da die der teure ist, ne? Ist die doch besser, oder nicht? Ich glaube, ich ziehe die Banditen ja gar nicht. Ich hoffe, die schießen doch nicht auf mich. Schießt nicht auf mich. Boah, ich sehe aber aus wie einer von den Bösen. Will ich das? Ich will nicht aussehen wie von den Bösen. Die lass doch. Nee, ich bin kein Böser. Wir nehmen, die Story hier und verkaufen dort. Warte. So. So. Dann guck ich nochmal hier. Was wir hier drin haben. Hallo. Habe ich eigentlich auch eine Taschenlampe? Ach ja. Oh ja. Da ist nichts drin. Toll. Es ist sehr ernüchternd hier. Kann ich gar nicht bestehlen, weil die nichts haben. So, dann gehe ich jetzt mal da hinten hin, wo ich dieses Artefakt gesehen habe. Und hier hinten ist ja auch noch irgendwas zum Plündern, ne? Und versteckt. Was beschießen die sich denn da schon wieder? Ich habe so das Gefühl, dass die im Spiel die Gegner einfach dann irgendwann zurückgelaufen kommen und dann das wieder in Besitz nehmen. Wo ich so vorher umgenutzt habe. War das eben eine Anomalie, die was geschnuckt hat?
Hat sich so angehört, ne? Hm? Wo habe ich das denn gesehen? Hier ist das Versteck. Ich erstmal hier hin. Na hier, guck mal nach vorne. Und da hinten, da lag noch was. Da. Hier, warte mal, ich gucke hier in die Richtung. Das ist dann. Juhu. Hallo? Natürlich sein, dass denn auch Strahlung ist, ne? Muss ich vielleicht schnell machen. Fängt ja hier schon an. Na, vielleicht kann ich das gar nicht holen. Wo war das denn? Da hinten? Nein. Kann ich das gar nicht holen. Da muss ich. Das müsste ich dann eventuell über die Strahlen und so, falls ich einmal dann einbekomme. Ich glaube, da hinten ist extreme Radioaktivität, oder? Wie hinten war ich doch auch bei dem einen hier. Hier habe ich doch Loot hinter euch. Hier ging. Einfach geradeaus. Oh, heilige Scheiße. Wo ist es? Gehen wir zurück. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Scheiße. Nee, ist auch in Ordnung. Noch habe ich keinen Schaden bekommen. Wo war er denn jetzt? Guck nochmal. Wir sind auch schon. Ach, das ist so ein Artefakt in einer Anomalie. Das ist noch nicht weg. Ja, okay. Ja. Kann ich schon mal hin? Oh ne, ist immer noch da. Okay, tschüss. Ah, hier liegt was. Guck mal, was ist das? Das Lager, der Stalker an der Müll. Ach, scheiße. Sind die schon wieder in Trouble? Jetzt habe ich auch eine bessere Waffe, ne? Da könnte ich besser helfen. Aber komme ich da so schnell hin jetzt? Was ist denn jetzt für ein Wetterchen? Habe ich den Zorn des Donnergottes erregt, weil ich den hingelaufen bin? Psst. Okay, ich muss nach hier hin. Gehen wir da mal helfen. Braucht ihr noch Hilfe? Oder war das hier nicht? Ne, die sind ziemlich gechillt. Wo soll ich denn helfen? Keine Ahnung. Vielleicht ist schon wieder vorbei. Vielleicht haben die sich erfolgreich gewählt oder gewehrt oder sie sind alle erschossen worden. Jetzt würde ich gerne noch. Oh, es geht erst los. Поехали!
Holy shit, da kommen auch viele rein. Jetzt hier. Hey, lass mich nicht erschießen, Mann. Ich habe euch Medikits gegeben, das soll nicht umsonst gewesen sein. Eine Belohnung kassieren. Okay. Ich glaube aber, dass da noch einige draußen rumstehen. Noch einer direkt vor mir sein. Oh. Er ist wieder aufgestanden. Ich habe noch 5. Ich habe meine Munition verschossen. Scheiße. Wie denn noch? Wo denn? Ich habe das Gefühl, dass ich hier, wenn ich hier nochmal herkomme, um da durchzugehen, sind die alle wieder da. Aber vielleicht haben die ja Munition für meine Waffe jetzt hier rumliegen. Ja, wo bist du denn? Irgendeiner ist da noch. Oh. Ah, der hat da verwundet gelegen. Okay. Dann loote ich mal. Von denen habe ich ja noch genug. Die lasse ich erstmal liegen. Wie sieht's eigentlich aus mit dem Zustand hier? Ich heb das mal auf hier, vielleicht ist das ja besser.
Ja, guck mal hier. Nickelnagelneu. Okay. Kann sein, dass ich irgendeinen übersehe, ne?